Ein Getränkemarkt in Aschheim bei München. Seit einiger Zeit geht hier der Umsatz spürbar nach oben. Nicht etwa, weil die Aschheimer auf einmal mehr trinken würden. Nein, hier gibt es das neue Erotikbier von Langbräu aus Schönbrunn im Fichtelgebirge. Die oberfränkische Antwort auf Viagra ist zum Kassenschlager geworden. Und das Beste, das Erotikbier, das nicht nur müde Männer munter machen soll, ist rezeptfrei erhältlich. Angeboten wird es, je nach Bedarf, in verschiedenen Packungsgrößen. Zum einen die Kleinpackung, 1 Liter für gelegentliche Abenteuer. Für Frischverliebte ist die 2 Liter Wochenendpackung zu haben und ganz Eifrige schwören auf die praktische Großpackung. Und was versprechen sich die Käufer des Schönbrunner Erotikbieres? Wir starten eine nicht ganz repräsentative Umfrage. Ja, das müsstet ihr jetzt einmal ausprobieren. Ja, nötig habe ich das nicht. Ich bin zwar schon 66, aber da ist noch lange nicht Schluss, wenn es so schön heißt. Probieren wir es halt. Probieren, geht durchstudieren. Wir wollen auf Nummer sicher gehen und fahren in die Brauerei nach Schönbrunn bei Wunsiedel. Und hier gibt es erstmal eine Überraschung. Braumeister Jürgen Hopf braut seinen angeblichen Erotiktrunk im Adamskostüm. Nur so kann das Bier nach Überzeugung des erfahrenen Brauers auch später die anregende Wirkung entfalten. Was als Spaß in einer geselligen Stammtischrunde begann, ist inzwischen zum Umsatzrenner geworden. Gut 20% des Ausstoßes stellt zurzeit das Erotikbier, Tendenz steigend. Selbst aus Italien und sogar aus Übersee erreichen Jürgen Hopf die Bestellungen. Was aber genau die anregende Wirkung seines Bieres ausmacht, will uns der Braumeister ganz ernsthaft nicht verraten. Das Erotikbier wird selbstverständlich nach dem deutschen Reinheitsgebot hergestellt, aber wie ja jeder weiß, liegt der Geschmack oder das Empfinden immer in der Hand des Braumeisters. Und also ich auch, habe ihm auch ein kleines Geheimnis, das wir da dazu tun, dass das Bier den Menschen gut schmeckt und eben die Wirkung hat. Müssen die Hersteller von Potenzpillen nun wirklich die Konkurrenz aus Oberfranken fürchten oder handelt es sich beim Erotikbier nur um einen geschickten Werbegag? Das lässt sich nur schwer klären, also bitten wir einige Freiwillige, einen Versuch zu machen. Ein Gläschen des angeblichen Wunderbieres und dann geht's ab nach Hause. Und es kommt, wie zu vermuten war, Lob von allen Seiten, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Mein Alter, ne? Der ist der Wahnsinn. Sonst mir zu, aber seit ich das Erotikbier trinke, ne? Unglaublich. Hervorragend, Hölle in Dosen. Die Frau sagt, mehrere Kästen noch kaufen. Die Regierung daheim, ja. Manchmal hat sie Probleme damit, gell. Aber man steigt schon durch, ja, doch. Stimmt's oder stimmt's nicht? Wer weiß das schon. Und bekanntlich gehören zur schönsten Sache der Welt ja immer zwei. Was also sagt die holde Schönbrunner Weiblichkeit zur Wirkung des Erotikbieres? Zugegeben, eine Einzelmeinung. Wirkt das Bier jetzt überhaupt? Ja, seit es Erotikbier gibt, klappt es auch mit den Nachbarn. Der Siegeszug des Erotikbieres ist wohl kaum mehr aufzuhalten. Gerüchte, nach denen das Wunderbier bald in die Positivliste der Bundesgesundheitsministerin aufgenommen werden soll, wurden allerdings bisher nicht bestätigt. Doch eins steht schon jetzt fest, mit pfiffigen Ideen lässt sich auch in schwierigen Zeiten Geld verdienen, selbst mit solchen Spaßprodukten.